So, eine bekannte Person des öffentlichen Lebens hätte jetzt gesagt, ist denn heute schon Weihnachten? Warum? Wieso diese Anspielung? Ganz einfach, das neue BX-Shortcut-Messer ist da. Es ist leider so, es war für Weihnachten angekündigt, es war für Ostern angekündigt und beides hat nicht geklappt. Zuerst ist das Teil hier, die Scheide, einfach beim Hersteller nicht fertig geworden. Danach hat die Verschiffung nicht geklappt. Danach war das Messer verschifft und musste dann aber leider Gottes im Mittelmeerraum umgeladen werden, weil es zu technischen Problemen mit dem Schiff kam. Jetzt ist es endlich da und jetzt bin auch ich endlich wieder aus dem Urlaub zurück, kann das Messer vorstellen und wir können mit dem Messer starten. Und deswegen bekommt ihr jetzt nach dem kurzen Teaser eine detaillierte Vorstellung des neuen Messers. Erstmal, das ist die klassische Scheidenkonstruktion, Kydex einteilig gefaltet. Der Feuerstahlhalter, bei mir jetzt upside down montiert, erzähle ich später auch noch mal kurz was dazu. Und das Messer mit dem stark ans Herz hier erinnernden Griff. Und jetzt packen wir das Ganze mal aus. Das Auffälligste ist natürlich, es ist bislang das Messer mit der längsten Klinge, die wir im Shop haben. Wir haben den extrem führigen Griff der Herzier-Serie mit der Flachschliffklinge des Fieldcrafts kombiniert. Aktuell gibt es ja nur das Fieldcraft Mini, das Fieldcraft Classic. Unser allererstes Messer ist zurzeit aufgrund von Fertigungsschwierigkeiten des Herstellers ausverkauft. Wir haben eine komplett als Flachschliff ausgeführte Klinge. Wir haben den klassischen Fieldcraft Klingenrücken, in dem Bereich leicht angebrochen, um der Blasenbildung vorzubeugen. Hier ausgefasst, um eine scharfe Kante für den Feuerstahl zu haben. Das habt ihr im Teaser ja auch schon gesehen. Wie bei allen Fieldcraft-Messern ist es komplett Fulltang. Die Klinge geht durch. Und anders als zum Beispiel das Herz hier oder das Alemanns, haben wir hier einen leichten durchgehenden Bogen, der das Arbeiten und den Arbeitswinkel erleichtern soll. So, kommen wir mal zur Scheide. Die ist auch relativ simpel ausgeführt. Wir haben den Scheidenkorpus, der ist aus einem Stück Kydex geformt, ist vernietet und hier aufgeschraubt ist aus Kydex der Feuerstahlhalter. Ich habe den jetzt upside down montiert. Warum? Ich benutze das Messer meistens ohne die Gürtelschlaufe und montiere es relativ stumpf mit Kabelbindern waagerecht. Das heißt, ich kann mit einer Hand, mit der Offhand quasi, den Feuerstahl ziehen und ich kann mit der Haupthand das Messer ziehen, wenn ich Feuer machen will und muss dabei nicht umgreifen. Das ist jetzt allerdings meine Angewohnheit. Wie ihr das montiert, das ist euch überlassen. Ich kenne auch viele, die den Feuerstahl nach außen montieren. Das mag ich nicht. Ich mag alles schön kompakt. Deswegen ist das Messer jetzt eben auch so konfiguriert, wie es ich nutzen möchte. Ist ja auch ein Kernpunkt bei unseren Sachen. Wir machen ja nicht irgendwelche Sachen, die wir am Schreibtisch designt haben, sondern all das, was wir euch zeigen, benutzen wir ja selbst und haben wir ausprobiert. Ja. Da haben wir jetzt das Fieldcraft Camp und wie bei jedem Messer, das wir vorstellen, wird sich euch die Frage stellen, wozu brauche ich das, beziehungsweise wozu kann ich es verwenden, welche Vorteile habe ich dadurch. Prinzipiell müssen wir erstmal sagen, jedes Messer ist besser als kein Messer, wenn man ein Messer braucht, das ist klar. Der große Unterschied zu allen anderen Messern ist hier definitiv die Klingenlänge. Es ist das längste Messer, das wir bis jetzt eben tatsächlich auf den Markt gebracht haben. Das heißt, es ist für diejenigen, die auch mal grobere Arbeiten machen, die eventuell jagen. Es ist wieder 440C Stahl, rostträge. Das heißt, es ist gut nachschleifbar, es ist gut rostträge, es ist nicht rostfrei, wird ja immer ganz gern betont. Man darf nicht vergessen, der rostfreie Stahl, zum Beispiel im Englischen, heißt der stainless. Er heißt wortwörtlich, kriegt weniger Flecken. Er heißt nicht No Stain und das hat seinen Grund. Das heißt, wenn ihr es wirklich missbraucht und wenn ihr es wirklich nicht wartet, nicht pflegt, dann wird auch dieses Messer irgendwann Rostflecken bekommen. Ist uns wichtig, müssen wir dazu sagen. Ansonsten, es hat eigentlich alle Features, was den Griff angeht, das auch das hier hat. Wir haben die Fangriemenöse, wir haben den abgesetzten L. Das heißt, ihr könnt das eben auch als Hammer oder Schlagfläche, um etwas aufzubrechen, zu benutzen. Zum Beispiel, wir haben es ausprobiert schon mit einer Kokosnuss.
Ihr habt eine sehr große Flachschliffklinge, die ist wunderbar geeignet, auch für Fleisch, für Lebensmittel. Das heißt, es ist, wie der Name eben schon sagt, das ideale Messer fürs Camp, für alle Arbeiten im Camp, vom Holz machen, Zunder machen bis hin zur Fleischverarbeitung. Ihr könnt es als normales Outdoor-Messer nehmen, ihr könnt es als Ansatzmesser nehmen. Ganz ehrlich, die Primäreigenschaft bzw. die Primäraufgabe eines jeden Messers ist Schneiden. Das schneidet eben auf größerer Fläche. Ihr müsst für euch eigentlich entscheiden, welche Griffform sagt mir zu, welche Klingengröße möchte ich haben, wie arbeite ich mit den Messern. Viele sagen, ich brauche nur ein kleines Messer, ich habe ja eh eine Axt dabei. Die anderen sagen, Axt nehme ich nicht mit, ich brauche ein großes Messer. Dafür ist das natürlich besser geeignet. Gleiches gilt für die Trageweise. Die Fieldcraft-Serie richtet sich ja immer doch an die preisbewussteren Kunden. Das heißt, wir haben hier nicht allzu viele Optionen. Ihr tragt es entweder am Gürtel oder ihr macht die Gürtelschlaufe ab und ihr befestigt es zum Beispiel mit Kabelbindern oder Paracord eben waagrecht oder am Rucksack oder am Tragesatz, wie ihr möchtet. Ihr kennt das, die Scheiden rasten ja automatisch ein. Und da ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Man sieht es ja auch, wie gesagt, Feuerstahl habe ich komplett andersrum montiert. Wieder andere von euch werden die nach außen montieren. Das ist komplett euch überlassen. Wir haben noch weitere Messer in der Pipeline. In dieser Größe erstmal nicht. Deswegen, wir wünschen euch mal viel Spaß mit dem Camp. Wir würden ganz gern von euch auch hören, wie gefällt es euch? Was würdet ihr gerne als nächstes sehen? Und dann kommen wir einfach ins Gespräch. Ansonsten, bei Fragen, Wünschen, meldet euch bei uns, meldet euch auf der Facebook-Seite, meldet euch direkt bei uns im Shop über Support-Formular. Und dann sind wir auch in Touch. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart.